Batterien, das ist einer der Hauptbestandteile von unseren Fahrzeugen. Und wenn die mal nicht mehr genug gut sind, dass sie in einem Fahrzeug weiterbleiben können, dann machen wir daraus Sonnenenergiespeicher. Dann haben wir dieses System für stationäre Anwendungen. Oder wir können sie auch in Anhänger oder in Fahrzeuge einbauen. So können wir die Energie dort hernehmen, wo man sie braucht. Oder wir können sie in den Koffer einbauen. So können wir Batterien nochmal verwenden und nochmal ein Business daraus generieren. Und für mich persönlich ganz wichtig, die ganze Energie, die drin geflossen ist in die Herstellung, können wir nochmal etwas besser ausnutzen und durch das können wir die graue Energie reduzieren. In jeder von diesen Kästen haben wir 5 Kilowattstunden Energie. Man kann beliebig viel von diesen Kästen parallel schalten. Da sehe ich auf dem Monitor genau, wie viel Energie das von der Solaranlage kommt, wie viel das dann da in den Batteriespeicher hineingeht und wie viel das man verbraucht. Den Batteriespeicher, den haben wir bei uns auch zum Verkaufen. Wenn dann die Leistung nicht mehr genügt, dann recyceln wir die Batterien. Das zeige ich euch jetzt.